بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht und wir wollen jetzt im Ramadan auch weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit dem Koran, weil der Ramadan ist ja der Monat des Korans. Da haben wir gesagt, okay, da wir ohnehin uns mit dem Koran beschäftigen, dann machen wir einfach mit dem Koran weiter. Und wir werden versuchen, insha'Allah ta'ala, in diesem Ramadan Surat al-Qalam abzuschließen, insha'Allah. Wahrscheinlich, ich denke mal, 3 Einheiten. Wir werden heute, insha'Allah ta'ala, uns mit der Einleitung und den ersten 16 Versen beschäftigen. Dann kommt die Geschichte von den Ashab al-Jannah und dann sozusagen, insha'Allah, der letzte Teil der Sura, bi'iznillahi azza wa jal, bis zum Ende. Und Sura al-Qalam ist die Sura Nummer 68. Das ist die Sura Nummer 68, Koran. Und wir wollen zunächst jetzt einmal, insha'Allah, uns anschauen, was es für wichtige Daten über diese Sura gibt. Sura al-Qalam ist eine Sura, welche nach allen Gelehrten aus 52 Versen besteht. Also es gibt keine unterschiedlichen Versaufteilungen, sondern 52 Verse. Und die Sura ist in erster Linie bekannt unter dem Namen Nun wal-Qalam. Das finde ich sehr interessant, dass in den meisten Masahaf, die wir heute haben, nur Al-Qalam steht. Obwohl die Gelehrten sagen, wie es auch in Sahih al-Bukhari erwähnt wird und auch von anderen Gelehrten und den meisten Tafsir, dass der Name der Sura Nun wal-Qalam ist. Nun wal-Qalam. Aber im heutigen Mushaf, zumindest die Ausgaben, die ich kenne, was ich auch bisher eigentlich immer gelernt habe, ist, dass es Surat Al-Qalam ist. Es gibt auch diese Meinung. Ja, und es wird auch in einigen Sahaf so erwähnt. Nur viele Gelehrte haben sie nicht nur einfach Al-Qalam genannt, weil nämlich auch eine andere Sura von einigen Gelehrten als Al-Qalam bezeichnet wird. Und zwar Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq, ja, die erste Sura, die Allah Ta'ala herabgesandt hat, wird von einigen Gelehrten auch als Surat Al-Qalam bezeichnet. Und damit man nicht sozusagen zwei Suren mit demselben Namen hat, ja, haben die meisten dann gesagt, Nun wal-Qalam. Manche Gelehrte haben die Sura auch einfach nur als Nun bezeichnet. Einfach nur als Surat Nun. Das sind die drei Namen, unter denen diese Sura bekannt ist. Surat al-Qalam ist eine Sura, welche sehr früh herabgesandt wurde. Manche Gelehrte gehen sogar davon aus, wie es von Abdullah ibn Abbas unter anderem überliefert wird, dass Surat al-Qalam die zweite Sura ist, welche Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Nein, nicht ibn Abbas, sondern Jabir ibn Zayd. Jabir ibn Zayd, ja, er ist der Auffassung, dass Surat al-Qalam die zweite Sura ist, welche offenbart wurde. Also nicht Surat al-Muddathir, sondern Surat al-Qalam. Was man aber jedoch sagen kann, ist, weil die gängige Meinung ist, dass Surat al-Muddathir die zweite Sura ist, die offenbart wurde, dass Surat al-Qalam in jedem Fall eine Sura ist, die sehr früh offenbart wurde, zumindest die ersten Verse von Surat al-Qalam. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir uns jetzt, insha'Allah ta'ala, mit dieser Sura beschäftigen werden, meine lieben Geschwister, dass wir uns nochmal vor Augen halten, in was für einer Situation die Sura herabgesandt wurde. Und zwar in der frühmekkanischen Phase. In einer Phase, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerade einmal angefangen hat, den Islam zu verkünden. Wo die ersten Reaktionen aufkamen. In dieser Atmosphäre, die sehr angespannt gewesen war, hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann Surat
Al-Qalam offenbart. Und das müssen wir immer vor Augen haben, wenn wir uns nachher, insha'Allah ta'ala, mit diesen ersten Ayat beschäftigen werden. Die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, Surat Al-Qalam ist eine rein mekkanische Sura. Ich habe doch aber gerade gesagt, sie wurde doch in Mekka offenbart. Ja, aber ich habe auch gesagt, die ersten Verse wahrscheinlich. Es muss nicht die gesamte Sura gewesen sein. Und das ist auch mal wichtig, dass wir das wissen. Eine Sura kann sowohl mekkanisch als auch medinensisch sein. Oder Teile der Sura können medinensisch sein. Wer kann noch mal ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen mekkanisch und medinensisch ist? Wie haben die Gelehrten das unterschieden voneinander? Was heißt mekkanisch, was heißt medinensisch? Sollen wir alle auf dem gleichen Stand sind, inshallah? Sehr gut. Mekkanisch ist alles, was vor der Hijra passiert, selbst wenn es außerhalb von Mekka offenbart wurde. Und medinensisch ist alles, was nach der Hijra offenbart wurde, selbst wenn es außerhalb von Medina offenbart wurde. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Also es geht nicht um den Ort der Offenbarung, sondern es geht um die Zeit der Offenbarung. Gut. Und einige Gelehrte haben gesagt, dass Teile dieser Sura auch medinensisch sein könnten. Also nicht rein mekkanisch, sondern dass einige Teile dieser Sura auch medinensisch sind. Und zwar wie beispielsweise die Geschichte, die dann wir nächste Woche inshallah ta'ala besprechen werden, über die Ashab al-Jannah. Ja, über die Leute des Gartens, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, inshallah ta'ala. Und einige andere Ayat. Da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, es gibt da Meinungsverschiedene, aber die Mehrheit der Gelehrten ist der Ansicht, dass es sich hierbei um eine rein mekkanische Sura handelt, die komplett in Mekka offenbart wurde. Und jede Ayat auch in Mekka offenbart wurde. Worum geht es in dieser Sura? Was ist der Sinn und Zweck der Herabsendung dieser Sura? Und zwar, zunächst erst einmal, wir werden das ja noch im Detail besprechen, inshallah ta'ala, geht es in dieser Sura darum, aufzuzeigen, dass der Koran etwas Einzigartiges ist, etwas Göttliches ist. Und deswegen beginnt die Sura auch mit einem Buchstaben, und zwar Nun. Einfach nur der Buchstabe. Und dieser Buchstabe ist nicht mal ausgeschrieben, sondern da steht einfach nur ein Nun. Normalerweise müsste man ja denken, wenn man ja Nun sagt, dass Nun steht. Nun, wow, Nun. Aber da steht einfach nur ein Nun, was wir kennen, ja, also ein N, wie ein N auf Deutsch. Und das ist die erste Sura, welche offenbart wurde mit einem Buchstaben am Anfang. Und diese Buchstaben sollen im Grunde genommen die Menschen herausfordern. Nämlich, dieser Koran, er besteht aus ganz normalen Buchstaben, wie jedes andere Buch, wie jede andere Schrift, wie jedes andere Gedicht. Und trotzdem schafft es niemand, diesen Koran nachzuahmen. Obwohl er aus menschlicher Sprache besteht. Er ist göttlich, obwohl er aus menschlicher Sprache besteht und in menschlicher Sprache verfasst wurde. Mit denselben Buchstaben, mit denselben Lauten, welche auch wir Menschen verwenden. Und trotz alledem schafft es niemand, diesen Koran nachzuahmen. Und der Koran hat herausgefordert. Und wie gesagt, das ist die erste Herausforderung. Also, es soll die Menschen in Mekka zum Nachdenken bringen. Der Koran erfordert euch heraus. Und dann geht es darum, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam frei zu sprechen von all den Vorwürfen, wie wir noch sehen werden, wie dass er ein Verrückter sei. Daraufhin wendet sich die Sura denjenigen zu, welche den Propheten sallallahu alaihi wa sallam verleumdet haben und zeigt auf, wie ihre wahre Beschaffenheit sind. Und wer diese Menschen in Wirklichkeit sind. Und im Nachhinein erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala eine Geschichte, in der den Quraysh noch einmal vor Augen gehalten werden soll, all euer Reichtum, den ihr habt, der wird euch am Ende nichts bringen. Genauso wie in dieser Geschichte von den Leuten mit dem Garten, auf die wir noch inshallah ta'ala zu sprechen kommen werden, wo sie dachten, sie hätten etwas, aber damit gegeizt haben und am Ende nichts mehr in der Hand hielten. Und daraufhin, ja, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Geschichte erzählt hat,
geht diese Sura auf die Muttaqin ein und das, was sie bei Allah subhanahu wa ta'ala für eine Stellung haben. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt ihnen auf, was sie erwarten wird am jüngsten Tag, an Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, um dann am Ende noch einmal auf die Quraysh einzugehen und ihnen aufzuzeigen, dass egal was sie tun, Allah subhanahu wa ta'alas Pläne stärker sind als ihre Pläne. Und am Ende den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auffordert, geduldig zu sein und auszuharren, trotz der Widerstände der Muschrikun. Das so kurz sozusagen zu den Zielen der Sura, worum es in dieser Sura geht. Es geht also im Endeffekt darum, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie wir das schon in den anderen Suren hatten, zu festigen auf seinem Weg, ihn zu unterstützen, ihm aufzuzeigen, du bist nicht allein, o Gesandter Allahs, sondern wir stehen an deiner Seite. Und diejenigen, die versuchen, dich zu bekämpfen, das sind ihre Eigenschaften. Und am Ende wird dir Allah subhanahu wa ta'ala die Oberhand geben über sie. Wir wollen uns jetzt inshallah ta'ala mit diesen ersten Ayat dieser gewaltigen Sura beschäftigen. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala nun. Wir haben gerade über nun gesprochen. Damit beginnt die Sura. Und wir dürfen nicht vergessen, subhanallah, ist gerade vielleicht die dritte, vierte Sura, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam offenbart bekommen hat. Und Allah ta'ala, er beginnt mit diesem Buchstaben, der erst einmal die Aufmerksamkeit der Muschrikun auf den Koran lenken soll. Weil genauso wie wir heutzutage mit dem Buchstaben nun nicht viel anfangen können, konnten das die Quraysh auch nicht. Aber es ging darum, ihre Aufmerksamkeit auf den Koran zu lenken. Und dann kommt ein Schwur, ein gewaltiger Schwur. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ, beim Schreibrohr und dem, was sie in Zeilen niederschreiben. Allah ta'ala, er schwört beim Qalam. Und das ist unglaublich interessant. Wir haben gerade mal 3 oder 4 Offenbarungen. Und schon 2-mal wird über das Schreibrohr gesprochen. Schon 2-mal. Gleich am Anfang, von vornherein. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان بالعلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Der mit dem Schreibrohr gelehrt hat, dem Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Einige Gelehrte haben gesagt, Al-Qalam, bei dem Allah Ta'ala hier schwört in dieser Sura, ist auch der Qalam, den Allah Subhanahu wa Ta'ala in Surat Al-Alaq erwähnt hat. Allah Ta'ala erhebt diesen Qalam noch einmal hervor. Es könnte aber auch sein, dass mit dem Qalam ein anderer Qalam gemeint ist. Welchen Qalam kennen wir denn noch? Kennen wir noch einen anderen Qalam, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat? Es gibt einmal das Schreibrohr, mit dem wir schreiben, aber es gibt noch einen Qalam, der eine ganz besondere Stellung hat. Genau, das erste Geschöpf überhaupt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in mehreren Überlieferungen darüber gesprochen, die auch authentisch sind, wo er sagte sallallahu alaihi wa sallam, أول ما خلق الله القلم. Das erste, was Allah erschaffen hat, ist Qalam. Das Schreibrohr. Und er sagte dann daraufhin, Uktub, schreib. Woraufhin der Qalam antwortete, وَمَاذَا أَكْتُب, was soll ich schreiben? Und Allah dann daraufhin zum Qalam sagte, Uktub al-Qadr, schreib die Vorherbestimmung auf. فَجَرَى بِمَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. Ja, also er hat dann sozusagen alles niedergeschrieben, was bis zum nächsten Tag geschehen wird. In einer anderen Version, über dem heißt es, Uktub maqadir al-khalaiq ila yawm al-qiyamah. Schreibe die Maße der Dinge oder der Geschöpfe bis zum jüngsten Tag nieder. Das erste Geschöpf, es kann auch sein, dass Allah Ta'ala dabei geschworen hat. Wir wissen es nicht genau, aber eines ist sicher. Der Schreibrohr und das, wofür es steht, nämlich das Wissen, haben eine unglaubliche Stellung bei Allah Ta'ala.
Ich meine, wenn Allah Ta'ala in der ersten Offenbarung über das Wissen eingeht, auf das Wissen eingeht, Allama bil Qalam, er lehrte mit dem Qalam. Und hier gleich wenige Ayat, wenige Suren später, chronologisch gesehen, dann dabei schwört und bei dem, was sie an Zeilen niederschreiben, dann deutet das worauf hin? Dass das Wissen bei Allah Ta'ala eine unglaublich hohe Stellung haben muss. Und deswegen, meine lieben Geschwister, als Muslim sollte ich nach Wissen streben. Wissen ist das Gewaltigste, wonach ich streben kann. Allah Ta'ala, er spricht immer wieder über die Wissenden im Koran. يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah Ta'ala, er erhöht diejenigen unter euch, die glauben. Und diejenigen, die Wissen haben, um Stufen. Um Stufen. Weil sie Wissen haben. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und wer bezeugt dies noch mit ihm? Die Engel und diejenigen, die Wissen haben. Subhanallah. Es ist genau dieses Wissen. Wenn du Wissen hast, dann bist du gewappnet. Und deswegen in diesem Kontext ist das auch sehr, sehr wichtig. Das werden wir gleich sehen, warum Allah Ta'ala gerade in diesem Kontext dieser Sura über das Wissen spricht. Weil das Wissen führt dich zur Wahrheit. Wenn du wirklich fundiertes Wissen hast, und das richtig lernst, so wie es sein sollte, und kein Suchufi bist, also jemand, der einfach nur hier was liest, dort was liest und glaubt, er wäre jetzt klüger als alle anderen und dann zu irgendwelchen komischen Ergebnissen kommt und glaubt, er hätte jetzt Wissen und dann zu Ergebnissen gelangt, wo er allen anderen, die vor ihm gewesen waren und die mit ihm sind, widerspricht. Ich glaube, einige lachen schon, wir wissen, wen ich meine. Ja, oder es gibt viele Leute, die darunter fallen. Ja? Das ist kein Wissen. Wahres Wissen ist Wissen, was mich Allah näher bringt. Und nicht Wissen, was mich von Allah wegführt. Das ist wahres Wissen. Ja, und dieses Wissen lerne ich, indem ich mit Gelehrten zusammensitze, indem ich von Gelehrten lerne, die nicht nur mir Wissen übermitteln, sondern die mir auch was übermitteln, die mir auch Akhlaq und Tazkiyah, all diese Dinge übermitteln. Weil derjenige, der nur nach Wissen strebt, ohne diese Erziehung zu genießen, ohne das Vorbild zu haben, der kann sehr, sehr schnell übermütig werden, hochmütig. Weil er kann glauben, ich weiß alles besser als jeder andere. Wenn er noch ein bisschen intelligent ist, ja, dann fängt er an, Khalas, völlig komplett durchzudrehen. Deswegen das Wissen. Es ist es, was dich schützt. Es ist das, was dein Iman stärkt, was dich festigt auf dem Wege Allahs. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Nur die Gelehrten unter seinen Dienern fürchten Allah. Nur die Gelehrten, die wirklich Wissen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört jetzt also beim Qalam und das, was sie an Zeilen niederschreiben. Und im Grunde genommen kann man sagen, es geht hier wirklich um alles, was geschrieben ist. Um alles Wissen. Weil dieses Wissen, es führt zu einer Tatsache. Und das ist welche? Die Allah Ta'ala jetzt erwähnt nach diesem Schwur. Weil immer wenn Allah bei etwas schwört, kommt ja auch das, worauf er schwört. Also im Arabischen sagt man Al-Muqsan bihi wal-Muqsan alayhi. Al-Muqsan bihi wal-Muqsan alayhi. Al-Muqsan bihi ist das, wobei ich schwöre. Also Allah schwört beim Schreibrohr und beim Wissen. Und Al-Muqsan alayhi ist das, worauf ich schwöre. Damit ist nicht klar, ich schwöre auf so und so, das ist nicht, also das ist sprachlich, nein. Aber damit ist gemeint, Al-Muqsan alayhi ist gemeint sozusagen, das, wofür ich schwöre. Das, wofür ich schwöre. Und wofür schwört Allah Ta'ala hier? Nämlich, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Du bist durch die Gunst deines Herrn kein Besessener. Derjenige, der Wissen hat, der wird sofort erkennen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Verrückter gewesen sein kann. Derjenige, der Wissen hat,
der wird erkennen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Vorbild für die Menschheit gewesen ist. Und dass so jemand kein Hochstapler und kein Lügner gewesen sein kann. Derjenige, der Wissen hat, der wird sofort erkennen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht einfach nur ein Dichter war oder einfach nur jemand war, der nach Macht gestrebt hat, so wie es dann auch später einige Orientalisten behauptet haben. Er wird sofort erkennen, der Sire, das Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das war ein aufrichtiger Mensch gewesen. Selbst wenn ich an seine Botschaft nicht glauben sollte, ich weiß, er ist aufrichtig gewesen. So jemand ist kein Hochstapler. So jemand mit diesen Eigenschaften kann kein schlechter Mensch gewesen sein. Selbst wenn ich seine Botschaft nicht akzeptieren sollte. Und deswegen sind ja auch Nicht-Muslime zu dem Ergebnis gekommen, ja, wie beispielsweise Michael Hart in seinem Buch Die 100 sozusagen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der einflussvollste Mensch in der Menschheitsgeschichte gewesen ist. Weil das einfach nur an seinen, er ist kein Muslim, er ist sogar eher ganz im Gegenteil, ist eher islamkritisch. Und subhanallah, aber kommt trotzdem zu diesem Ergebnis. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Das war das Erste, was die Muschrikun gesagt haben. Er ist verrückt, das ist ein Verrückter, das ist ein Wahnsinniger. Was ist das für ein Unsinn, was er da erzählt? Und Allah Ta'ala, er zeigt es auf, nein, er ist nicht Majnun. Und bis in unsere heutige Zeit gibt es Menschen, die behaupten, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wäre ein Epileptiker gewesen, ein Verrückter, ein Geisteskranker. Gibt es immer noch Menschen, die das glauben? Diese Vorwürfe kommen immer wieder vor, bis in unsere heutige Zeit, subhanallah. Und Allah Ta'ala, er schwört darauf, dass er nicht verrückt gewesen ist und dass das die Gunst Allah Subhanahu wa Ta'ala ist, dass er Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auserwählt hat. Und dann sagt Allah Ta'ala, und es geht weiter, worauf Allah Ta'ala schwört, ja, oder wofür er schwört. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Es wird für dich wahrlich Lohn geben, der nicht aufhört. Was ist damit gemeint? Es wird Lohn geben, der nicht aufhört. Warum wird der Lohn für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht aufhören? Der eine Seite kann gemeint sein, er kriegt in diesseits, in der Dunya seinen Lohn und im Akhir seinen Lohn, oder? Aber hierin liegt noch ein anderer Hinweis, der ist unglaublich wichtig für jeden Einzelnen von uns. Nämlich, alles, was wir heute tun als Muslime, jedes Gebet, jeder Dhikr, den du machst, woher hast du ihn? Von wem hast du ihn gelernt? Jede gute Tat, die du tust heutzutage für Allah Ta'ala, von wem hast du sie beigebracht bekommen? Vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, alle unsere Hasanat, die wir heutzutage tun, sind auf seinem Konto. Subhanallah. Automatisch, ja? Alle Hasanat, die du heute tust, ja, kriegt er vollständig, ohne dass deine Hasanat weniger werden. Allahu Akbar. Ja, was müssen das für Hasanat sein? Ja, und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Al-Maqam al-Mahmud, er ist Sayyidu Waladi Adam, weil es gibt keinen Menschen, ja, den so viele, keinen Propheten, den so viele Menschen befolgen, wie unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Kein einziger. Könnte man sagen, was ist mit Isa alaihi salam? Ja, es gibt zwar viele Christen, aber sie sind auf dem Irrweg. Ja, die wahren Christen, die an das glauben, wo Isa alaihi salam gekommen sind, das sind weder ausgestorben oder es gibt vielleicht noch einige, aber sehr wenige, die noch an die ursprüngliche Botschaft von Isa glauben, dass er ein Prophet ist und dass vielleicht zunächst die Botschaft des Islam nicht gekommen, wie auch immer. Ja, aber grundsätzlich erst einmal, ja, die Gemeinschaft am jüngsten Tag mit den meisten Anhängern ist welche? Die unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Deswegen wird er die höchste Stellung bei Allah Ta'ala haben. Und hier lernen wir etwas ganz Wichtiges. Etwas, was unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns beigebracht hat. Indem er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, man sanna sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi al-qiyamah. Wer einen guten Brauch einführt, der bekommt den Lohn für diesen guten Brauch, und den Lohn all derjenigen, die ihn praktiziert haben, bis zum jüngsten Tag. Und umgekehrt genauso. Man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Oder fa'alayhi wizruha.
Ja? Und wer einen schlechten Brauch einführt, der bekommt was? Die Last, die Sünde und die Sünde all derjenigen, die ihn bis zum jüngsten Tag praktizieren. Und deswegen, Qabil, Kain, als er seinen Bruder getötet hat, was sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam über ihn? Er sagt, dass er die Last all der Menschen tragen wird, die bis zum jüngsten Tag einen anderen Menschen umgebracht haben. Boah, weil er diese Sunna eingeführt hat. Die Sunna des Tötens. Und worauf möchte ich hinaus? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, versuche jemand zu sein, der immer Gutes hinterlässt, der Gutes einführt, der die Menschen zum Guten führt. Und hüte dich davor, jemand zu sein, der den Menschen etwas Schlechtes beibringt. Oder sie auf etwas Schlechtes hinweist. Weil das Problem ist, du wirst entweder die gute Tat dann auch bekommen, indem du die Hasanat bekommst von dieser Person, oder die schlechte Tat, wenn diese Person das praktizieren sollte. Versuch, jemand zu sein, der nach seinem Tod weiterlebt durch seine gute Taten, weil er den Menschen Gutes beigebracht hat. Wenn du jemandem Al-Fatiha beibringen kannst, dann bring ihm Al-Fatiha bei. Unterschätze das nicht. Stell dir mal vor, du bringst jemanden Al-Fatiha bei. Und er betet dann 60 Jahre Al-Fatiha. 60 Jahre lang, 5 Gebete am Tag. 17 Mal. Ja, 17 Mal. Mal, ja, 365. Ist wie viel? Kann man ausrechnen? Wie viel ist 17 mal 365? Rechnet mal aus mit dem Rechner. 6200. Mal 60? 372.000. Mal 10? 23.000 Hasanat würdest du bekommen, nur weil du jemanden Al-Fatiha beigebracht hast, der dann 60 Jahre lang betet mit Al-Fatiha. Das sind nur die Pflichtgebete. Nur die Pflichtgebete. 3 Millionen Hasanat. Weil der Prophet sagt, der ein Buchstabe wird verzehnfacht. Du hast jemanden Al-Fatiha beigebracht. Und dann stell dir mal vor, du bringst jemanden nicht nur Al-Fatiha bei, noch andere Suren, noch gute Sachen, gute Taten, all das. Das ist Ajr Ghayr Mamnun. Und er bringt das dann seinen Kindern bei und so weiter. Und du bist schon längst unter der Erde, keiner kennt dich mehr. Dein Grab ist schon verwelkt. Nicht, der Grabstein ist nicht mehr da, keiner, selbst deine eigenen Urenkel kennen dich nicht mehr, ja, der von uns kennt noch seinen Urgroßvater, keiner, ja, die wenigsten von uns, ja, außer man kommt irgendwie aus einer, weiß ich nicht, besonderen Familie, aber die meisten von uns werden wahrscheinlich ihre Urgroßeltern nicht mehr, bei den Namen kennen. Und subhanallah, ja, du bist schon längst in Vergessenheit geraten und die Hasanat laufen weiter. So einfach ist das eigentlich, subhanallah. Und deswegen, achte darauf, bring den Menschen Gutes bei. Gerade auch heutzutage mit sozialen Netzwerken. Achte darauf, teile nur etwas, was Nutzen hat. Und hüte dich davor, etwas zu teilen, was schadet. Weil all diejenigen, die davon profitieren, ja, du wirst ihre Hasanat bekommen. Und all diejenigen, die dadurch Schaden tragen, du wirst ihre Sayyiat bekommen. Automatisch. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Lass uns mal diesen Vers jetzt wortwörtlich übersetzen. Wortwörtlich. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und du bist wahrlich auf einem gewaltigen Charakter. Das ist jetzt die wortwörtliche Übersetzung. Das ist sehr interessant. Allah sagt nicht, wo innaka lazu khuluqin azim. Könnte auch sein. Wäre auch sprachlich korrekt. Du bist der Inhaber eines vorzüglichen Charakters. Nein. Allah Ta'ala, er sagt, du bist jemand, der auf dem Charakter ist. So, als würdest du auf einem Pferd reiten, was du unter Kontrolle hast. Mit anderen Worten, der Charakter ist ein fester Bestandteil von dir. Du bist der Charakter. Du bist der gute Charakter, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Ayah, sie wurde offenbart ganz am Anfang, dürfen wir nicht vergessen. Wann? Und die Mushrikun, sie wussten, dass das stimmt. Sie kannten den Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Und sie konnten dagegen auch nicht sagen. Und deswegen haben sie sich irgendetwas ausgedacht. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war der Charakter gewesen. Der gute Charakter. Und deswegen unsere Mutter Aisha radiallahu anha, als sie unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieb, sagte sie einfach nur, kana khuluquhu al-Quran. Sein Charakter ist der Koran gewesen. Er hat den Koran verkörpert. Und das zeigt uns auch einmal, wie wichtig es ist, dass wir die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam haben, weil wir durch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lernen, wie man den Koran umzusetzen hat. Anas ibn Malik radiallahu anhu wa arda, er sagte über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dem er 9 oder 10 Jahre lang gedient hatte. Seine Mutter hatte ihm als kleines Kind ihm übergeben, er war gerade 9 Jahre alt gewesen, also noch ein ganz kleiner Junge. Ja, man hat ihn gesagt, hier, ja, hast du Anas? Ja, der macht alles für dich, der ist für dich da. Der soll bei dir, das Beste, was eine Mutter machen kann. Sie übergibt einfach ihren Sohn dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er kann so gut 24 Stunden mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zusammen sein. Was für eine Ehre. Und was sagt Anas ibn Malik? Er hat gesagt, ich habe dem Propheten zu Hause 10 Jahre lang gedient. Und in diesen 10 Jahren hat er nicht ein einziges Mal, wenn ich etwas getan habe, was ich nicht tun sollte, gesagt, warum hast du das getan? Und nicht ein einziges Mal hat er mir gesagt, wenn ich etwas unterlassen habe, was ich eigentlich tun sollte, warum hast du das nicht getan? Kann sich ein Mensch 10 Jahre lang verstellen? Zu Hause? Vor einem kleinen Jungen? Nein, funktioniert nicht. Es gibt Menschen, die haben einen guten Charakter draußen. Sobald sie aber zu Hause sind, sind sie Monster. Wirklich, mit den grünen Augen lächeln, dann soll es so heiß, zu Hause sind. Ein anderer Mensch, wie ausgewechselt. Ja? Draußen lächelt er, ist gut drauf, macht Witze und dann kommt nach Hause. So, nicht mehr Salam. Lass mich in Ruhe, geht in sein Zimmer. Wo ist mein Essen? Ja? Schreit rum. Es gibt solche Menschen, subhanallah. Komplett ausgewechselt. Dann gibt es Menschen, subhanallah, die sind vielleicht ja mit ihrer Jama'a sehr gut. Aber sobald sie mit anderen Menschen zu tun haben, Katastrophe. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er ist immer gut gewesen. Hat immer einen guten Charakter gehabt. Ich meine, wir kennen keinen Menschen so gut, wie wir den Propheten kennen. Sallallahu alaihi wa sallam. Wir kennen keinen Menschen so gut, wie wir den Propheten kennen. Ich meine, selbst in unserer heutigen Zeit. Wenn wir mal irgendwelche Persönlichkeiten nehmen. Nehmen wir mal den Bundespräsidenten. Unseren jetzigen Bundespräsidenten, der lebt mit uns. Der ist nicht weit von uns entfernt, hier in Bellevue. Ein paar Kilometer entfernt von uns. Was wissen wir über ihn persönlich? Was wissen wir über ihn persönlich? Wer von uns kann uns irgendetwas Persönliches über den Bundespräsidenten berichten? Wir wissen, wie er heißt. Wir wissen, wie seine Politik ist. Aber wer von uns kennt ihn persönlich? Gibt es irgendjemanden? Ich kenne ihn nicht persönlich. Ja? Wir sehen ihn zwar immer wieder im Fernsehen, aber wir kennen ihn nicht persönlich. Die Bundeskanzlerin jetzt, AD. Ja? Ja? Wer von uns kennt sie persönlich? Wie sie zu Hause ist, mit ihrem Ehemann. Ja? Keiner. Keiner weiß etwas über sie. Subhanallah. Aber wir wissen von unserem Propheten sogar, wie er auf Toilette gegangen ist. Hajib, oder? Wir wissen alles über ihn. Es ist nichts geheim gehalten worden. Und dementsprechend, wir wissen zu 100%, er ist der Prototyp für den guten Charakter gewesen, sallallahu alaihi wa sallam. So wie es Allah gesagt hat, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Im Gesetz hat Allah ist für euch ein gutes Vorbild. Er ist das gute Vorbild überhaupt für die gesamte Menschheit, weil es gibt keinen Menschen, den wir so gut kennen wie den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Nennt mir einen Propheten in der Geschichte, einen einzigen Propheten von den Propheten, über den wir auch nur halb so viel wissen wie über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Was kennen wir über Isa alaihi wa sallam? So gut wie gar nichts. Wir wissen, er ist ein edler Prophet. Wir sind uns 100% sicher, er hat einen guten Charakter gehabt. Der Koran hat ihn beschrieben mit einigen Eigenschaften. Barran biwalidayhi, er war so biwalidatihi, er war fromm gegenüber seiner Mutter. Aber Einzelheiten, so gut wie keiner. Nicht mal bei den Christen. Nicht mal bei den Christen haben wir Einzelheiten. Musa alaihi wa sallam kennen wir auch einige Sachen, sicherlich. Aber nicht einmal, ich würde sagen, nicht mal 20% von dem, was wir über Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kennen. Und daran erkennen wir, subhanallah, ja, er ist das Vorbild.
Es kann keinen anderen Menschen geben, der diese Funktion einnimmt als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und dieses Ala ist auch nochmal wichtig in einem anderen Kontext. Und zwar Allah ta'ala, er sagt, Ula'ika ala hudam min rabbihim. Jene sind auf Rechtleitung von ihrem Herrn. Also sind rechtgeleitet von ihrem Herrn. Dieses Ala deutet noch auf etwas anderes hin. Und zwar, derjenige, der einen guten Charakter hat, den erhöht Allah. Derjenige, merkt ihr das? Der einen guten Charakter hat, den erhöht Allah subhanahu wa ta'ala. Automatisch. Und zwar in der Dunya und im Akhirah. In der Dunya, die Menschen lieben dich. Ob Muslime, nicht Muslime, egal wer, die Menschen finden, akzeptieren, du bist akzeptiert unter den Menschen durch deinen guten Charakter. Die Menschen schauen auf dich auf. Weil du diesen guten Charakter hast. Es gibt manche Menschen, die denken, wenn ich hart bin, wenn ich gemein bin, wenn ich dem erst eins auswische, dann bin ich ganz oben. Nein, das ist genau das Gegenteil, subhanallah. Wenn du weichherzig bist, wenn du mit guten Worten antwortest, wenn du jemanden, der dich beschimpft, nicht genauso auf dieselbe Weise antwortest, dann schauen die Menschen auf dich auf und sagen, boah, krass, ey, der konnte sich beherrschen. Deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Laysa shadidu bussurua. Stark ist nicht derjenige, der gut reden kann. Walakin shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Sondern derjenige, der ist kräftig und stark, der sich beherrschen kann, bei was? Bei Zorn. Subhanallah. Unglaublich wichtig. Sei dir sicher, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wenn du an deinem Charakter arbeitest, dann wird Allah ta'ala dich in dieser Dunya schon erhöhen. Wie ist es denn erst im Akhira? Oh, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ja? Im Akhira könnte der gute Charakter dafür sorgen, dass du das Paradies betrittst. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt er, das, was die Menschen am meisten das Paradies betreten, das ist was? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Gottes Furcht und guter Charakter. Zwei Dinge. Wie du in deiner Beziehung zu Allah bist, dass du die Grenzen Allahs nicht überschreitest, etc. Und wie du zu den Menschen bist. Immer wieder bestätigt dir das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in anderen Überlieferungen. Kennt ihr noch eine andere Überlieferung, wo Allah, wo der Prophet genau diese beiden Dinge hervorhebt? Taqwa Allah und husnul khuluq. Es gibt noch andere Überlieferungen. Unser Prophet sagte zu Abu Dharr und zu Mu'adh ibn Jabal, Ya Mu'adh oder Ya Abu Dharr, ittaqillaha haythuma kunt. Fürchte Allah, wo immer du bist. Ha? Taqwa. Und dann, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Und lass eine schlechten Tat, oder lass auf eine schlechte Tat eine gute Tat folgen, damit sie diese löscht. Und dann, wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Und begegne den Menschen mit einem guten Charakter. Subhanallah. Und deswegen, lasst uns vornehmen jetzt im Ramadan. Ganz wichtig, meine lieben Geschwister, jetzt im Ramadan eine Chance, dass wir diese beiden Dinge lernen. Im Ramadan lernen wir, la'allakum tattaqun, auf dass ihr Taqwa haben wollt, oder? Lernen wir das, das ist doch das Ziel des Fastens. Und im Ramadan lernen wir, as-sawmu junna, das Fasten ist ein Schutz. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَفَلَا يَسْخُبْ وَلَا يَفْسُقْ. Wenn jemand fasten sollte, dann soll er nicht was machen. Er soll nicht seine Stimme erheben und nicht freveln, keine Ausdrücke verwenden, schlechte Worte verwenden, sich daneben benehmen, wie auch immer. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي مُرُؤٌ صَائِمٌ. Wenn jemand beschimpfen sollte oder gar angreifen sollte, soll er sagen, ich faste. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer von uns kannte diesen Hadith nicht? Gibt es irgendjemanden, der diesen Hadith noch nie gehört hat? Okay, machen wir ungefähr. Wer kannte den Hadith? Also, ganz ehrlich, wer kannte den Hadith, den ich gerade genannt habe? Die meisten haben den schon mal gehört, okay. Aber jetzt Hand aufs Herz. Wer von uns hat das wirklich praktiziert? Das muss ja jetzt keiner sich melden. Ja? Also, das ist zwischen uns und zwischen Allah. Wer von uns hat das wirklich praktiziert? Da kommt jemand, beschimpft dich und du sagst, ich faste. Hast Streit mit deiner Ehefrau und sie macht dich verrückt. Oder umgekehrt, du machst sie verrückt, ja? Ich habe jetzt sogar hier, ich bin da. Weil du machst sie verrückt und sie sagt, oh mein Gott, wirklich und bleibt wirklich ruhig. Oh, ist nicht einfach. Aber das ist das, was das Fasten von uns will. In unseren Charakterformen. Taqwa, husnul khuluq. Ja? Lass uns daran arbeiten, meine lieben Geschwister. Ja? Weil das ist das, was sich erhöhen wird. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, fasatubasiru wa yubasirun.
Und du wirst sehen und auch sie werden sehen. Bi-ayyikumul maftun. Wer von euch der Versuchung ausgesetzt ist. Sehr interessant. Sehr interessant. Das heißt, Allah Ta'ala hat ganz klar gesagt, man wird noch sehen, am jüngsten Tag spätestens, wenn nicht sogar schon in dieser Dunya, wer wirklich verrückt ist und wer nicht. Aber sagt Allah Ta'ala, Majnun, bi-ayyikumul Majnun, wer unter euch der Verrückte ist, oder sagt er al-Maftun? Was heißt denn Maftun? Maftun kommt von Fitna. Was heißt Fitna? Versuchung. Genau. Ja? Und deswegen auch, wer von euch der Versuchung ausgesetzt ist. Das heißt, Allah Ta'ala lehrt uns hier auch etwas ganz Wichtiges. Erstens, ja, dass er sie nicht als verrückt bezeichnet, so wie sie es tun. Er bezeichnet sie nicht als so. Er sozusagen benutzt nicht denselben Schimpfbegriff, wie sie es getan. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Allah Ta'ala, er zeigt auch, sie sind ja nicht verrückt. Wären sie verrückt, was wäre dann? Dann würden sie ja gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Sondern sie sind Maftun. Und Maftun ist jemand, der in Versuchung geraten ist, der klar bei Verstand ist, aber der trotzdem vom rechten Weg abkommt und sich der Versuchung hingibt. Wie Ayyikum und Maftun. Und deswegen, meine lieben Geschwister, nochmal ganz wichtig. Lasst uns in Acht nehmen vor der Fitna, vor der Versuchung. Und wir leben in einer Zeit der Versuchungen. Schütze dich so gut du kannst, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, vor den Versuchungen. Und versuche, ihnen entgegenzuwirken mit guten Taten, weil es ist das Einzige, was dich bewahren kann in dieser schwierigen Zeit. Wir haben so viele Menschen, Brüder, Schwestern, kommen und gehen sehen. Sie haben praktiziert, sie haben gebetet, sie haben gefastet. Die Schwester hat Hijab getragen. Und dann, nach einiger Zeit, siehst du, wie plötzlich all das abgelegt wird. Und du erkennst diesen Menschen nicht wieder und sagst, was ist mit ihm los? Du warst doch erst vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren ein Teil von uns. Und jetzt bist du ein komplett anderer Mensch. Wie kann das sein? Fitna. Die Fitna der Hayat al-Dunya. Und wir leben in einer Zeit der Fitna. Ja, wir leben in einer Zeit, die man sicherlich zur Endzeit rechnen kann. Endzeit heißt nicht, dass morgen der Qiyama beginnt. Wir wissen nicht, wann Qiyama kommt. Aber ich meine, allein schon die Entsendung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist schon ein Zeichen des jüngsten Tages gewesen. Wie ist es dann erst 1400 Jahre später? Und all das, was der Prophet über die Fitnen gesprochen hat, über die Versuchungen, hat sich bewahrheitet. Wir sehen es heute mit eigenen Augen. Menschen, die am Morgen Muslime sind und am Abend als Käfer zu Bett gehen. Wir sehen es, wir erleben es selbst. Auf Instagram, auf Facebook, Menschen, die plötzlich von einem Moment auf den anderen, eine Schwester, ja, noch hier im letzten Post mit Kopftuch und im nächsten ohne Kopftuch. Oder? Ist das nicht so? Ja? In dem einen Post, ich erwähne immer das Beispiel der Schwester, weil bei ihnen kann man das direkt erkennen. Bei Brüdern erkennt man das nicht sofort. Das heißt nicht, dass es sich bei Brüdern genauso passiert. Ja? Es ist einfach nur, bei Schwestern sieht man diesen äußerlichen Wandel schneller, als man es bei Brüdern erkennen könnte. Und dann sagst du, super, wie kann das sein? Wie geht das? Und deswegen muss ich mich als Muslim in Acht nehmen. In Acht nehmen vor der Fitna des diesseitigen Lebens. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Bi ayyikum naftun inna rabbaka huwa a'lamu bimen dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Gewiss, dein Herr weiß sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Lass dich niemals täuschen durch Äußerlichkeiten. Es gibt manche, die machen den Islam nur fest anhand von Äußerlichkeiten. Und denken, oh, ja, das merkst du auch, das ist immer sehr interessant, ja. Der hat einen sehr langen Bart, aber das muss ein Scheich sein. Der muss automatisch vorbeten. Häufig ist das nicht der Fall. Das heißt nicht, dass das Bart nicht wichtig ist. Ich möchte mich nicht über den Bart lustig machen. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich habe selbst einen Bart. Ja, und ich versuche ihn auch länger wachsen zu lassen. Und wenn der Friseur dann kommt und dann immer kürzt, ja, ist plötzlich immer alles weg, ja. Aber das ist eine andere Sache. Ein anderes Problem, was Brüder kennen, ja. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach, sagst ihm so, bitte nur so die Seiten, ja. Und dann, und plötzlich, hier noch ein bisschen, dort noch ein bisschen, und dann plötzlich hast du keinen Bart mehr, ja. Gut. Das ist ein anderes Problem.
Aber worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Und zwar kommt auch noch bei dir der Bart, inshallah. Die ist allein so schön. Ich hab so gemacht, dass das nicht. Kommt bei uns ein, inshallah. Ich habe auch sehr spät erst Bart bekommen, subhanallah. Okay. Worauf ich hinaus möchte, wie bin ich wieder auf jetzt Bart gekommen? Keine Ahnung, genau, diese Äußerlichkeiten. Es kommt nicht auf diese Äußerlichkeiten an. Und deswegen, die Gelehrten haben etwas sehr Wichtiges gesagt. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Al-Hayyu la yu'manu alayhi al-fitna. Derjenige, der lebendig ist, der ist nie gewahrt vor der Fitna. Und deswegen, wen soll man sich zum Vorbild nehmen? Was haben die Gelehrten gesagt? Die Lebendigen oder die Toten? Die Toten, subhanallah. Weil bei ihm weiß ich, subhanallah, er ist gestorben in einer guten Weise. Er hat so gelebt und ist auch so gestorben. Und deswegen, ich darf mich nicht immer durch Äußerlichkeiten beirren lassen. Sondern am Ende weiß nur Allah Ta'ala wirklich, was in den Herzen der Menschen ist. Was sagt Allah Ta'ala? فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. So läutert und reinigt euch nicht selbst. Er weiß am besten, wer wirklich recht geleitet ist. Er weiß am besten, wer wirklich recht geleitet ist. Kommen wir nochmal zurück zu dem Vers davor, weil wir müssen jetzt an dieser Stelle leider abrunden, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde und die Kamera ist auch gleich, sozusagen die Speicherkarte ist gleich aus. Und zwar, ich möchte noch auf einen einzigen Aspekt eingehen, was diese Fitna betrifft. Und zwar, gerade jetzt im Ramadan, meine lieben Geschwister, macht häufig dieses Dua, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder aufgesagt hat. Und zwar, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, du Beweger der Herzen, festige mein Herz auf deine Religion. Mach das jeden Tag. Versuch es nach jedem Gebet zu machen, so oft du kannst. Weil dieses Dua ist so unglaublich wichtig, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam als Prophet es so häufig aufgesagt hat, dass es Aisha radiallahu anha aufgefallen ist. Und als sie ihn dann fragte, warum machst du es, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, innal quluba bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Die Herzen, sie befinden sich zwischen zwei Fingern von den Fingern des Allerbarmers. Im übertragenen Sinne ist das immer zu verstehen, ja, dass wir nicht Allah Ta'ala wirklich Finger zuschreiben. Ja, wir überlassen das Wissen darüber Allah Ta'ala. Yuqallibuha kayfa yasha. Wie er dreht und bewegt, wie er möchte. Und deswegen sollte ich als Muslim mich Allah zuwenden und Allah immer bitten, dass er mich festigt, gerade in diesen schwierigen Zeiten der Fitne, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Das ist der erste Abschnitt der Sura gewesen. Jetzt kommt der nächste Abschnitt, und zwar, wo Allah ta'ala vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt, sich abzuwenden von denjenigen, welche die Botschaft verleugnen und sich vor ihnen in Acht zu nehmen. Darauf werden wir aber dann inshallah nächste Woche eingehen, gemeinsam mit dann der Geschichte von den Ashab al-Jannah, inshallah ta'ala.